Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Die Unwetter in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz haben nach nun neuesten Meldungen 45 Menschen das Leben gekostet. In Nordrhein-Westfalen kamen 26 Menschen ums Leben, 15 in Euskirchen, 3 in Rheinbach, jeweils 2 in Altena, Gallenkirchen und Köln, je einer in Solingen und Kamen. Und in Rheinland-Pfalz starben bislang in Ahrweiler 19 Menschen. Es ist eine Flutkatastrophe, deren Ausmaß man sich ja vielleicht am besten von oben verdeutlichen kann. Unsere Kollegen von Bild Live, die haben sich einen Überblick verschafft per Helikopter. Der Start in St. Asaph zwischen 50 und 70, das ist die Zahl aktuell. Und Vizekanzler Olaf Scholz, der hat wegen der Katastrophe seinen Urlaub unterbrochen, ist in das Gebiet in der Eifel gefahren. Die gewaltige Zerstörung dort sieht er auch als Ansporn dafür, alles zu tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Ja, Hagen also besonders stark betroffen. Ein weiterer Ort ist Schuld in der Eifel. Hier sind mindestens 6 Häuser durch die Überschwemmungen eingestürzt. Viele weitere sind einsturzgefährdet oder in Teilen zerstört worden. Zwischen 50 und 70 Menschen gelten noch immer als vermisst. Marian Grunden über die Situation. Und Lutz hat es angesprochen, das Wichtigste im Moment, das sind Menschenleben, Anwohnerinnen und Anwohner in Sicherheit zu bringen, Vermisste wiederzufinden. Aber vor allem dort, wo das Wasser langsam beginnt abzufließen, da stehen viele eben auch vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Schäden sind gewaltig. Es gibt finanzielle Hilfsangebote von der EU, von den betroffenen Landesregierungen, auch vom Bundesfinanzminister. Einige Flutopfer, die hoffen auch auf ihre Versicherung, wenn sie eine haben. Matthias Heinrich berichtet. Ja, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat es so formuliert: Wir sind ein Land, das Hochwasser gewohnt ist. Gerade erleben wir aber eine Katastrophe. Die Wassermassen sind extrem, stehen auch im Kontrast zu den Dürresommern der vergangenen Jahre. Ein Gedanke, der da schnell aufkommt, ist: Werden uns solche extremen Wetterereignisse künftig öfter drohen? Zeigt sich hier der Klimawandel? Die Kanzlerin zeigt sich besorgt, sieht in den vielen Extremwetterlagen eine Aufforderung zu handeln. Marco Reinke berichtet. Und unser Meteorologe Alexander Hildebrand schätzt die Hochwasserlage noch einmal für Sie ein. Aber auch an einem solchen Tag wie heute wird natürlich gehandelt. Den Blick auf den Börsentag, den hat Viola Grebe von der Aktionär TV für Sie. Weiter geht's hier bei Welt. Herzlich willkommen zurück. Wir schauen natürlich gleich wieder auf die Situation in den Flutkatastrophengebieten. Und am besten kann man sich wahrscheinlich eine Vorstellung machen von dem Ausmaß, wenn man das Ganze sich von oben anschaut. Unsere Kollegen von Bild Live, die sind mit dem Helikopter über die betroffenen Gebiete geflogen. Starten wir in St. Augustin. Also Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind die Orte, wo sich diese Flutkatastrophe abspielt. In Rheinland-Pfalz. Die finanziellen Fragen natürlich wichtig für die Menschen, die hier in ihrer Existenz bedroht sind. Aber an oberster Stelle, auch das hat Lutz angesprochen, stehen natürlich die Menschenleben. Noch immer gelten viele nämlich als vermisst. Die Polizei hat... Die Bundeswehr, die ist zur Unterstützung in vielen Hochwassergebieten im Einsatz, denn die Feuerwehren, die arbeiten unentwegt durch, kommen gegen die Wassermassen nur schwer an. Wir haben Rheinland-Pfalz schon gesehen, schauen wir weiter nach Nordrhein-Westfalen, in Hagen etwa. Da sind allein 600 Rettungskräfte im Einsatz. Ein Krisenstab koordiniert jetzt die Arbeit. Viele Menschen stehen vor Schutt und Schlamm und wissen nicht, wie weiter. Die Kanzlerin selbst, die ist gerade in den USA auf Einladung von Präsident Joe Biden. Sie hat sich aber in den USA auch geäußert, ihre Anteilnahme ausgedrückt, vor allem natürlich den Hinterbliebenen der Todesopfer. Und noch einmal gesagt, dass alles daran gesetzt werde, die Vermissten zu finden. Schauen wir auf die eigentliche Agenda dieses Besuchs Angela Merkels. Ihr wurde die Ehrendoktorwürde heute der renommierten Johns Hopkins University verliehen. Die Universität... Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, schauen dann gleich noch einmal intensiv auf die Flutkatastrophengebiete in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, schauen zu unseren Reportern, wie sich die Lage entwickelt. Bleiben Sie dran.